Wenn wir neuen Proviant haben und aus dem Eis raus sind, kann unsere Reise weitergehen. Gut gemacht, Rixen. Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie immer. Ah, meine Retterin. Ich entschuldige mich, so überstürzt geflüchtet zu sein, doch ich musste mich vergewissern, dass meine Mannschaft in Sicherheit ist. Es freut mich, dass ihr jetzt hier seid. Die Silberkormoran steht tief in eurer Schuld, Fremde. Unsere Toten werden schrecklich vermisst werden. Wir müssen sicherstellen, dass sie ein ordentliches Begräbnis erhalten, sobald alles andere überstanden ist. Die Mannschaft ist eine Familie. Wir trauern zusammen, doch wir halten auch zusammen durch. Ihr habt uns ermöglicht, genau das tun zu können. So sieht es aus. Vielen Dank an euch. Mit etwas Glück können wir die Kormoran vielleicht bergen. Sie ist ein gutes Schiff. Bitte, nehmt dies. Ich wünschte, ich hätte mehr zu geben. Wenn mein Blut wieder ganz aufgetaut ist, mache ich mich selbst daran, auf das Eis einzuhacken. Ich bin mir sicher, die Kormoran ist genauso begierig darauf, wieder frei zu sein wie ihre Mannschaft. Besser, da ich nun nicht mehr in Gefahr schwebe, eine dieser gefrorenen Schergen zu werden. Ich war schon halb verwandelt, als ihr und Rixen aufgetaucht seid. Ich dachte, ich wäre erledigt. Diese Frau war ein echter Schrecken. War das ihr Name? Spielt keine Rolle. Ich bin nur froh, dass sie tot ist. Es lag so viel Finsternis in ihrem Blick. Auch Schmerz. Knochentiefer Schmerz. Er fraß sie auf. Das konnte ich spüren, selbst als ich da stand und dabei war zu erfrieren. Die Silberkormoran muss aus dem Eis befreit und der Schaden an ihr begutachtet werden. Es wird einiges an Mühe brauchen, um sie zu befreien, doch ihre Mannschaft hat nichts gegen harte Arbeit. In der Zwischenzeit schicke ich ein paar von ihnen nach Mortal, um Vorräte zu holen. Da sich der Sturm nun gelegt und meine Mannschaft neuen Mut geschöpft hat, sind wir gerüstet für die Verzögerung. Die Vorräte aus Mortal werden auch helfen. Wir haben das Schlimmste überstanden. Jetzt kann es nur noch vorwärts gehen. Was zu tun. Ich vergebe meinen Feinden immer, aber ich merke mir ihren Namen.
Okay, möge euch nichtsnutzige, hocker-ärschige Bastarde mit sich nehmen. Geradewegs ins Reich des Vergessens. Was starrt ihr denn so? Habt ihr noch nie eine Nord gesehen, die einem Haufen elendiger Bastarde Flüche hinterhergeschleudert hat? Tja, nun, sie sind lange weg, über das Wasser. Und meine Nelftea ist bei ihnen. Sie hätte einfach mit mir weglaufen sollen. Wir hätten uns auch ohne noch mehr von ihrem schmutzigen Gold durchgeschlagen. Ich weiß nicht, warum sie so treu ist. Nach allem, wozu sie uns gezwungen haben. Die Frostbissräuber, Bastarde, allesamt, außer Nelftea. Wir haben genug von dem Blutvergießen. Sie hat versprochen, mich zu holen, sobald sie ihren Anteil von unserem letzten Überfall hat. Aber ich habe von Kämpfen an der gefrorenen Küste gehört. Sie ist in Schwierigkeiten, das weiß ich. Ihr könnt dieses Schiff nehmen, um zur gefrorenen Küste und zum Versteck der Frostbisse zu kommen. Dieser Ort ist wie eine behelfsmäßige Müllhalde. Hütten und Zelte auf Eisschollen. Keine Ahnung, wo Nelftea sein könnte. Ihr werdet suchen müssen. Verschont keine Räuber, die euch in die Quere kommen. Die verdammten Frostbisse fanden heraus, dass ich vorhatte, sie zu verlassen. Deshalb beschlossen sie, mich bewusstlos zu schlagen und mich so, wie ich war, in meinem Boot hinaus aufs Meer zu schicken. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll, dass sie Nelftea nicht in Verdacht hatten. Wenigstens wären wir dann zusammen. Fernab von dem ganzen Wahnsinn, der in diesem Räuberlager aufkam. Ich würde lieber ein Dutzend blaue Flecke erleiden, wenn wir uns denn nur wechselseitig als Stütze dienen und in ein besseres Leben humpeln könnten. Sie ist schön, wild und hat helles Haar. Aber auch einen freundlichen Blick, wenn man sie kennt. Sie trägt einen Schutztalisman um den Hals, den sie von ihrer Großmutter hat. Alte Nordmagie. Sowas hat kein anderer Räuber. Der Name sagt eigentlich schon alles. Es ist ein verräterisches Land, wo Flachwasser und Küste das ganze Jahr eingefroren sind. Wir nutzen jenen Ort nur, um uns zwischen Überfällen zu sammeln. Vorsicht auf dem Eis. Es ist nicht fest genug, um ihm zu trauen, und das Wasser ist tödlich kalt.
Die süßen Exemplare. Wir kriegen gute Augenpiraten. Bei kühnes Gnade, mir ist so kalt. Ihr seid keiner von diesen Riesen. Lauft, bevor es euch wie mir ergeht. Margrethe schickt euch, oder? Die Memme hat sich den idealen Zeitpunkt ausgesucht, um sich von uns abzuwenden. Doch Nelfthea macht so etwas nicht. Sie hat zu uns gehalten, als wir sie brauchten. Eine Frostbissräuberin bis ganz zum Schluss. Ich weiß es nicht sicher. Sie hat sich gegen diese Halbriesenbastarde gut gehalten, aber das Letzte, was ich sah, bevor sie meinen Ausguck zertrümmerten, war ein waschechter Riese, der sie direkt vom Anleger gedroschen hat. Falls sie davon erledigt wurde, ist sie mit Sicherheit in Sovngarde. Nordosten. Wo diese Ungeheuer angelandet sind. Ihr seid eine Närrin, wenn ihr euch dort umseht, aber ich hoffe, dass ihr Nelfthea lebend findet. Wenn nicht, sage ich ihr, dass ihr es versucht habt, wenn ich die Halle der Tapferkeit erreiche.